Ja, bei der Rolle geht es um einen heißen Typen. Ja, Kinofilm, Hauptrolle. Ja, hast den Job. Herzlich willkommen, guckt aus dem Fenster, depressives Wetter und deswegen haben wir uns überlegt, reden wir über ein depressives Thema. Also herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serious Talk. Serious Talk. Ey, mach einfach weiter. Ja, Leute, worüber reden wir? Wir reden heute über Sex. Gagmaschinen. Gagmaschinen. Ja, Leute, worüber reden wir heute? Wir reden heute über sexuelle Belästigung, Sexismus, das ganze Thema, was gerade durch die Medien geht, was in Hollywood überraschenderweise. In aller Munde ist. Wir gehen kurz auf diese ganze Weinstein-Geschichte ein. Wir können auch über Kevin Spacey kurz reden, aber es geht halt vor allem wirklich darum, dass wir allgemein darüber sprechen wollen Auch persönliche Erfahrungen teilen. ja, zum Teil. Und vor allem wollen wir wirklich mal unsere Meinung sagen. Wir sind jetzt natürlich zwei Männer, die haben vielleicht eine bisschen einseitigere Meinung, vielleicht aber auch nicht. Nein, ich glaube, ich bin open-minded und Open-minded. Wenn ihr da kann draußen open-minded seid, dann kommentiert doch definitiv hier drunter mal eure Meinung zu dieser ganzen Geschichte. Aber natürlich erstmal die Folge gucken. Ja, wie siehst du denn die ganze Geschichte? Ja, finde ich völlig in Ordnung. Also wenn man ein reicher Mann ist, der viel Geld hat und Rollen zu vergeben hat, dann kann man sich natürlich da auch die Lorbeeren raus, oder die Rosinen. Nee, die Rosinen sind ja doof. Die Brüste rauspicken. Die Brüste rauspicken, ja. Nee, aber. Also ich Oder weiß, mal, das wie war dein heißt Ernst, aber jetzt mal deine öffentliche, ehrliche Meinung. Mein öffentlich Ernst finde ich, dass ich es voll schlimm finde. Ich finde es richtig schlimm. Nee, ich muss sagen, ich finde es gar nicht. Einerseits finde ich schlimm, dass es mich nicht überrascht. Ja, Das genau. Ja, genau. ist krass, dass ich sage, es ist gar nicht so überraschend, dass es sowas gibt auf der Welt. Ich frage mich dann immer, warum immer erst nach 30, 40 Jahren? Also ich finde auch, dass das ein Thema ist. Also ich finde es großartig, dass es an die Öffentlichkeit geht. Ich finde auch gut, dass sich immer mehr Frauen dazu Weil es äußern. unterhaltsam ist oder weil du willst, dass es Gerechtigkeit Nee, gibt? weil ich bin immer ein Fan von Gerechtigkeit und ich finde das, Hm. ich finde das, ich meine es ernst. Ja. Ich finde das, ich finde das, ich finde das widerlich. Ich finde aber auch Ja. diese generell, es geht nicht nur um Sex, sondern diese generellen Machtspielchen. Ich habe mehr Geld, ich habe mehr Macht und das lasse ich an dir aus und entweder du machst das, was ich will oder du kriegst halt nicht das, wofür du eigentlich gut bist. Also es geht ja nicht mal darum, dass man sagt, dass da Pfeifen und Pappnasen irgendwie an Jobs gekommen sind in Hollywood, sondern wirklich großartige Schauspielerinnen, die aber nicht durch ihr Talent überzeugen konnten, sondern tatsächlich dazu Durch ein gezwungen anderes wurden Talent. durch ein anderes Talent. Und Aber ja, aber das ist so widerlich, und jetzt passt auf, dass Menschen so sind. Gerade ist das natürlich ein Riesenthema bei Weinstein und wie sie heißen. Aber das ist so ein menschliches Problem. Ich habe Macht und das spiele ich aus und das finde ich ganz widerlich. Ich meine, ich kann das ja von mir erzählen, wie oft ich auf irgendwelchen Oh. Promi-Veranstaltungen war und Wurdest du mal erzähle ich dir gleich, Oh. auf Promi-Veranstaltungen war und gesehen habe, wie alte Männer sich an junge Frauen ranschmeißen und Weil die ein wo. gutes Herz Ja, hatten. die guten alten Männer. Aber, und dann muss man, und das ist mir auch wichtig zu sagen, dann muss man auch wieder die andere Seite beleuchten. Wie viele Schauspielerinnen und Kolleginnen ich kenne, die das bewusst nutzen und bewusst ausgenutzt haben. Sei es beim Casting, die dann, ha, du bist so lustig und oh, ich gehe mit dir Mittagessen. Ja, und klar, was machst denn du heute Abend? Oder so. Die damit so ein bisschen so gespielt haben Ja, und das lassiv dann. so auf den Schoß setzen, weil es ja lustig ist. Du solltest dich und deinen Penis unter Kontrolle haben, bin ich der Meinung. Wenn du das nicht hast, bist du sowieso ein Schwein. Punkt, Ende aus. Keine Frage. Ob du Geld hast oder nicht. Ob du Geld hast oder nicht. Aber wenn du immer wieder in die Richtung getrieben wirst und das vielleicht 10 Mal auf dich zugekommen ist und dann wirst du vielleicht so, dass du denkst, ach, guck mal an, im echten Leben kann ich es nicht, aber so als Produzent und so als Regisseur kann ich das ausnutzen. Und ich finde, das ist halt auch, dass man nicht vergessen darf. Das ist auch ein Teil des Problems. Die Typen, die widerlichen, ekligen Typen, und wir können es ja gar nicht oft genug sagen, sind ein Problem. Aber dann gibt es halt auch Frauen, die diese Chance nutzen, die dadurch an Rollen gekommen sind oder auch wenn sie nicht an Rollen gekommen sind, die sie es versucht haben. Und das darfst du nicht vergessen, dass auch diese Frauen ein Teil des Problems sind. Aber diese Frauen sind ja nicht die, die jetzt die Anschuldigung machen, sondern die Nein. Opfer sind Genau. von dem Zusammenspiel zwischen dem, was die Männer sind und dem, wie die Frauen, die das in Kauf nehmen, Ja. die ihnen denen Ja. beigebracht haben. Ja. Total. Wenn du belästigt wirst, dann, ich glaube, das ist.
wahnsinnig schwer, den Mut aufzubringen, das wirklich zu sagen, gerade wenn jemand mit hoher Macht das ausübt. Ich bewundere. Ja, weil du dann halt, aber du dann auch Angst hast, dass, dann, dass du dann auch nichts wirst. Und ich glaube, du fühlst dich auch irgendwie ein Stück weit schmutzig, weil du in dem Moment vielleicht nicht so reagiert hast, wie du dir das ein Jahr später denkst, wo du sagst, warum habe ich dem nicht eine gescheut und bin gegangen? Nee, du fühlst dich irgendwie schmutzig. Ich kann das total nachvollziehen und ich bewundere alle Frauen, die das jetzt sagen. Keine Frage, keine Frage. Das ist halt ein Ausnutzen der Macht wirklich in diesem Moment. Ganz genau. Das geht einfach. Genau, nicht. Aber es ist halt, es wird halt momentan aus meiner Sicht sehr viel pauschalisiert, dass die Männer an dieser ganzen Geschichte schuld sind. Und es sind nicht nur die Männer. Es sind einfach nicht nur die Männer. Was sagst du denn zu dieser Kevin Spacey-Geschichte, die mich tatsächlich, weil ich halt schon so oft gesehen habe... Die dich berührt? Na. Ja, bei Kevin Spacey, da tut es mir auch leid, weil ich ja auch die Serie gut finde und seitdem House of Cards, wir haben ja oft drüber geredet, wir mögen den und klar, wenn du jetzt das alles so ein bisschen weißt, so wie er ist, dann sieht man es ihm langsam auch an. Man kann sich das reinreden. Also sein Lächeln und so, es ist schon, wenn man dann mit dem Hintergrund weiß, ich habe ein Problem damit, dass er das mit seiner Homosexualität versucht, so ein bisschen zu erklären. Dass er sagt, ja, ich bin homosexuell und deswegen mache ich sowas. Und nee, es gibt Homosexuelle, die auch die Finger von Kindern lassen. Also das hat doch nichts miteinander zu tun, ob du jetzt homosexuell bist oder hetero und dann auf Kinder stehst, das ist doch... Das war halt das Problem, ne? dass du quasi angeschuldigt wirst, dich an 14-Jährigen rangemacht zu haben. Ich bin schwul. Und dann sagst, oh, ich ändere jetzt mal die Schlagzeile von pädophil, Fragezeichen, zu mutig, schwul. Der Typ, der das gesagt hat, sagt auch, er hat es versucht, aber als er gesagt hat, nein, ich will das nicht, hat er aufgehört. Also wir reden hier nicht von krasser Kindesvergewaltigung. Nee. Und das macht es nicht besser. Gerade jetzt, weil man hört, da kommen noch einige raus, wo er es auch wieder versucht hat. Ja, aber ich stelle es mir schwer vor, muss ich sagen. Also als 14-Jähriger dann von so einem etablierten Schauspieler so angegangen zu werden, da irgendwie besoffen hat er sich auf ihn raufgelegt und dann versucht ihn zu verführen, so to seduce und bla. Also das stelle ich mir schon schwer vor. Vor allem in einem Alter, wo du dann auch gerade deine eigene Sexualität versuchst zu finden und gar nicht weißt, was so richtig abgeht, dann ist der irgendwie deine Autorität und so. Ja, das ist total. Das ist auch kein... Als erwachsener Mensch, dich an einen 14-Jährigen ranzumachen, dann musst du dir eigentlich erklären können, der kann das noch gar nicht verstehen und gar nicht in Relation setzen. Egal wie reif er ist, egal ob er schon mal Sex hatte oder nicht. Es ist trotzdem eine widerliche Machtausübung. Wobei unsere Recherchen auf Gay Romeo zum Beispiel ja ergeben haben, dass es viele jugendliche Schwule gibt, die sich ältere Männer suchen, um mit denen eine Beziehung zu haben. Ganz genau. Vielleicht dachte Kevin Spacey, das ist so einer von diesen Jugendlichen. Ich habe mich tatsächlich mit Leuten unterhalten, die homosexuell sind, die Künstler sind. Und die sagen, das war für sie mit 14, 15, wo sie gemerkt haben, dass sie schwul sind und sie das öffentlich ausgelebt haben, für sie vollkommen normal, mit Mitte, Ende 20-Jährigen ins Bett zu gehen. Siehst du? Weißt du, ob der Junge, der jetzt ihn beschuldigt hat, der ist ja jetzt erwachsen, aber ob der homosexuell ist? Ja, ist er. Ist er, ja? Ist er, ja. Ah, na da könnten wir doch jetzt eigentlich unsere Anzüge anziehen und da als Anwälte von Kevin Spacey hingehen und sagen, unsere Recherchen, tralala, und ihn freiboxen. Und dann gibt es doch eine neue Staffel? Oder? Ja, er ist immer auf Seiten der Guten. Ich kann das ja sogar von mir erzählen. Ja, erzähl mal. Es gab eine Situation, bevor ich relativ viel gedreht habe. Also jetzt im Intro damals? Achso, nee. Genau, vor Hand aufs Herz. Ja. Da habe ich noch in Köln gewohnt, bin nach Berlin gefahren, bin durch einen Regisseur auf die Berlinale gekommen, habe mir das angeguckt. Mhm. Nächsten Tag haben wir uns getroffen, haben uns einfach so unterhalten. Und es wurde einem schon ganz deutlich gemacht, dass wenn du in meinen Filmen, in meinen Kinofilmen mitspielen willst, da musst du dich mehr sexuell öffnen. Natürlich immer so auf lascive, lockere, witzige Art. Aber, ehrlich? Ja, aber du hast... Von einem Typen? Von einem Typen, ja. Und du hast aber schon gemerkt, so, wenn ich da mitmachen will, wenn ich den Job haben will, dann halt so. Und ich kann sagen, du weißt nicht, wie du dich in dem Moment verhalten sollst. Du überspielst es, du machst Witze, hahaha, alles lustig und so. Aber irgendwie im Nachhinein, als heterosexueller Mann, denkst du dann auch, krass, dass du dich nicht getraut hast zu sagen, alter Mann, bist du bescheuert, was ist denn das? Dass du das so locker erzählen kannst, ich stell mir das sehr unangenehm vor. Ja, ist es, ist, ach ja, ich glaube... Jetzt muss, aber mit einem gewissen Abstand vielleicht?
Ach, auch, ich glaube auch... Ich hast du damals auch nur gedacht? Ich glaube auch damals. Also A ist, er hat mich nicht vergewaltigt. Hm. B, ich bin nicht drauf eingegangen. Hast du mal überlegt oder kamst du dich überhaupt gar nicht in Frage? Ich glaube, deswegen kannst du auch so... Ich glaube, weil du selber nicht mit dir gehadert hast. Wahrscheinlich. Jetzt so wie wir hier die ganze Zeit bei Lass mal reden irgendwelche Witze darüber machen oder wir uns in der letzten Folge geküsst haben. Wir aber trotzdem wissen, dass wir... relativ heterosexuell sind, kann man das mit Humor nehmen und so. Ich weiß nicht, wie das als Frau ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass es als Frau ist, ziemlich eklig ist, wenn du den ganzen Tag irgendwelche dusseligen, sexistischen Sprüche kriegst oder so. Wie stellst du es vor, wenn du als Mann von Frauen die ganze Zeit eklige Sprüche kriegst? Geil. Nee, ich glaube, aber ich, selbst da glaube ich, das kann eklig sein, wenn es so eine... Wenn die Weiber ranzig sind. Wenn das so welche sind, die sonst keinen abkriegen. Das ist ja auch wenn die sonst keinen abkriegen, dann ist das eklig. Wenn ihr sagt so, ah, na, was ist da ein Knackarsch, Junge, hier, lauf mal ein bisschen auf und ab. Das stelle ich mir eklig vor, ja. Wenn ich sage, ja, Katy Perry wollte, damit ich in ihrem nächsten Video bin, die ganze Nacht mit mir Sex haben, dass sie Heide wackelt, dann ist vielleicht noch erträglich. Es ist auch immer wieder ein Unterschied, ob ein attraktiver, junger, trainierter Mann sagt, hey, Süße, du siehst heute aber gut aus. Oder ob dann ekliger, stinkender alter Mann kommt und sagt, hey Süße, du siehst aber heute gut aus. So, ich dachte, der sagt, hi, ich bin Andi von Lass mal reden. Also ich glaube, das ist auch wieder, wir waren auf der Venus. Wir haben da auch gesehen, wie offen Frauen mit Sexualität umgehen, wo dann dumme Männer auch das missinterpretieren können. Oder du gehst in die Disco. Der Venus war doch auch dann wieder das Übertriebene, dass dann einer sagt, dass er denkt, er kann sich alles erlauben. Ey, für 20 Euro darf ich aber Finger reinstecken, oder? Ja, darf ich reinstecken, oder? Ist doch okay für dich. Ja. So, ja, ist okay für mich, natürlich. Machtausnutzung ist egal, ob männlich oder weiblich, widerlich. Sexuelle Nötigung, No-Go. Falsche Anschuldigungen, um Geld abzusahnen. Widerlich? Sehr gut. Vergewaltigung auf gar keinen, brauchst du nicht drüber reden, es ist nicht zu rechtfertigen mit nichts, auch nicht, wenn die sagen, ja, die Frauen oder die Männer haben schon mit mir geflirtet. Nein, du bist ein dreckiger Vergewaltiger, das wollen wir hier nochmal klarstellen. Und der Weinstein ist ja auch ein ekelhafter Typ, das ist ja der Typ, der am wenigsten nach Geld aussieht, obwohl er so viel Geld hat. Ja, ich finde, das ist wahnsinnig schwierig und wir wollen hier nichts schönreden, im Gegenteil, wir wollen hier auch nochmal ganz, also an alle Männer, die zugucken, nein, an alle anderen Menschen, die dazu gucken. So widerliche sexuelle Sprüche sind eklig, gerade wenn man merkt, dass das dem anderen gegenüber sehr unangenehm ist. Dann haut man nicht noch einen drauf, weil hat er nicht verstanden, sondern dann reißt man sich zusammen, verdammte Scheiße. Aber man darf das auch nicht einseitig sehen, sondern man muss das aus meiner Sicht von ganz vielen Seiten beleuchten. Es gibt die Männer, die das ausnutzen. Es gibt die Frauen, die das ausnutzen. Es gibt die Frauen, die tragischerweise die Opfer sind. Es gibt die Frauen, die das aber auch gerne ausgenutzt haben und das bekommen haben, was sie wollen. Julia Roberts! Wer? Angelina Jolie. Angelina Jolie, ja. So, wenn der Anwalt von Angelina Jolie sich meldet, ich zahle hier keinen Cent. Ja, und vor allem nach den ganzen Worten, die Chris hier schön dargelegt hat, auch eine Nachricht an alle Produzenten, die uns gucken. Ja, ihr habt keine Chance bei uns. Was? Er kommt auf das Projekt an. Außer es kommt auf das Projekt an. Und es ist viel Geld im Spiel. Und wir sind danach reich und berühmt. Genau. Braucht man also alles. Also rausschneiden? Wie rausschneiden? Das, was ich gesagt habe, nicht melden. Rausschneiden. Ja, lassen wir raus. Ja, lassen wir raus. Also wir machen alles. Lass raus. Wir wissen ja, dass hier die ein oder andere Frau zuguckt und da wir ja mit unserem männlichen Verstand das gar nicht hier überblicken können, so richtig, würden wir eure Meinung gerne dazu wissen und deswegen kommentiert doch mal, wie ihr das wahrnehmt, die ganze Geschichte, Sexismus-Geschichte und ob ihr Hashtag MeToo auch das mal vielleicht erlebt habt, vielleicht irgendein Professor, der mal Hand aufs Knie oder ähnliches. Kommentiert es einfach mal in die Kommentare, dann liked unser Video vor allem, wenn euch das gefallen hat, das Thema. Und abonniert unseren Kanal und checkt mal Patreon aus, um uns zu unterstützen. Das wäre super lieb von euch. Vielen Dank. Gerade bei diesem Thema ist es uns besonders wichtig, dass ihr wirklich darunter kommentiert. Uns auch vielleicht mal sagt, nee, ihr habt eine total falsche Wahrnehmung, weil ihr das aus männlicher Sicht seht. Oder wie Andi sagte, wir haben... Ist aber selten, dass wir kein Recht haben. Ja, also eigentlich nicht möglich. Aber wir wollen wirklich mal eure Geschichten haben, eure Meinung. Ihr könnt auch gerne ein Video aufnehmen, uns den Link dann hier bei YouTube schicken, dann gucken wir uns auch gerne euer YouTube-Video an. Alter. Ja, ich hau hier Dinger raus. Also wir wollen wirklich mit euch darüber reden und sind gespannt, wie eure Meinung ist. Und damit wir das Video hier nicht auf ganz negativen Ton beenden, sagt Andi seine kleine Verabschiedung, dann sag ich meine kleine Verabschiedung und dann lächeln wir nochmal in die Kamera.
Also, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Und shine on. Was meinst du? Wie, was meine ich? Na, ob cool war, ob wir, ja, ob wir zu sehr Männer sind, oder? Ich glaube, wir sind schon ein bisschen Männer. Wir sagen ja. So ein bisschen so dieses... Kannst halt nicht ändern, ne? Kannst nicht ändern, nee. Also bei dir war es ganz knapp, aber... nee. Ja, bis zum 10. Jahr war es ja auch noch anders. ich finde an der ganzen Situation irgendwie mal krass. Ich habe immer so ein negatives Feeling, wenn die Leute erst so spät damit rauskommen, weißt du? Dass sie dann sagen so, ja, damals musste ich immer Sex machen mit dem so, aber jetzt bin ich Julia Roberts und habe 3 Oscars, aber damals ging es mir voll schlecht. Aber jetzt bin ich Multimillionärin so, aber damals ging es mir voll schlecht. So, ja, ey. Warum hast du es denn dann damals gemacht? Ich weißt du, was auch immer ganz schwierig an so einer Situation... Aber damals ging es mir voll schlecht. Ja, genau. Heute geht uns schlecht. Ja. Was ganz schwierig ist, wie viele jetzt einfach Trittbrettfahrer sind und sagen, ja das ist ja bei mir, so bei mir genauso. Ja. Also der hat mich aber auch. Ja. Auch. Du guckst mir die ganze Zeit auf die Lippen. Ja, das hat dich bei der letzten Folge angemacht, ohne Scheiß. Dich zu küssen? Ja. Also. Doch hat es. Sei doch mal ehrlich. Ja, sprich dir das ein. Das ist Weinstein oder was?